war eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ich habe ein komplettes Video gefilmt und dann ist mir aufgefallen, dass das Mikrofon nicht eingeschaltet war. Da freut man sich doch, wenn das passiert. Okay, also, das sollte eigentlich ein Get Ready With Me werden. Ich glaube, ich mache das Ganze jetzt einfach doch als Make-up-Tutorial, weil die Bilder habe ich ja und werde leider ein Voice-Over draus machen müssen. Ich wollte so gerne Get Ready With Me machen, aber was ich trotzdem mache, zeige euch jetzt trotzdem noch mein Outfit, weil das gehört ja eigentlich auch zum Get Ready With Me dazu. Naja, okay, ich schneide das dann und mache halt einfach ein Voice-Over und erkläre wieder lieber mal ein bisschen. Dann hört ihr halt mein Geschwätz, was ich da jetzt alles erzählt habe, halt leider nicht. Ist jetzt halt so. Naja, okay, passiert. Ja, dann geht es hier auch schon los. Und zwar fange ich mit dem Tatcha Luminous Skin Mist an, wie man hier sieht. Das sprühe ich mir aufs Gesicht. Das ist sozusagen ein Primer, weil es enthält auch ganz ein bisschen Öl, was für trockene Haut halt eben sehr praktisch ist. Als nächstes kommt dann auch schon die Foundation. Hier nehme ich die L'Oreal True Match bzw. Perfect Match heißt sie ja bei uns. Das ist die Farbe Nummer 2 und das ist jetzt das, was ich auch hier zeige. Ich habe eigentlich die Farbe 1. Die Farbe 2 passt mir jetzt nur, weil die ein bisschen dunkler ist, weil ich ein bisschen Selbstbräuner die Nacht davor rauf gemacht habe. Und das verblende ich im ganzen Gesicht und ich werde auch im Laufe des Videos, wird man, wie man auch hier schon sieht, meine wunderbaren Hände, tada, wird man sehen, die einfach nur schlimm aussehen vom Selbstbräuner. Aber ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, die sehen jetzt hier im Video auch wirklich nochmal viel, viel schlimmer aus wie in echt. Also in echt sehen die wirklich nicht ganz so schlimm aus, das muss ich ja wirklich mal sagen. Als nächstes kommt dann auch schon Concealer, hier nehme ich den Urban Decay Naked Skin Concealer und ich habe die Farbennummer, das ist auch Light, aber Neutral heißt die. Und das ist, wenn man so will, die dritthellste. Und auch hier das Gleiche wie zuvor. Mir passt der Concealer jetzt auch nur von der Helligkeit her, weil ich jetzt ein bisschen Selbstbräuner drauf habe. Weil eigentlich ist der mir ein bisschen zu dunkel, zumindest für unter die Augen. Ich nehme den Wender nur im Gesicht, um kleine Unreinheiten oder so abzudecken. Jetzt kommt auch schon Setting Puder. Hier nehme ich MAC Mineralized Skin Finish in Light. In Light einfach trotzdem, weil ich ja unter den Augen trotzdem highlighten will. Und dementsprechend nehme ich hier halt eben trotzdem Light. Ja. Ja, dann kommen auch schon die Augenbrauen dran. Hier nehme ich wie immer den Anastasia Beverly Hills Brow Viz. Und zwar in Blond. Wie man aber gleich sieht, beziehungsweise ich glaube, man sieht es nicht, weil ich es rausgeschnitten habe, aber ich nehme für das Ende der Augenbraue jetzt einen anderen und zwar die Farbe Soft Brown. Das ist so ein bisschen ein dunklerer Pinsel. Einfach nur aus dem Grund, weil ich finde, dass es ein bisschen definierter aussieht. Jetzt kommen auch schon die Augen. Hier fange ich mit einer Übergangsfarbe an. Also sind eigentlich alle Farben, die ich hier nehme, sind entweder von Make-Up Geek oder von der, später raus auch von der Kat Von D Shade and Light Eye Palette. Welche Farben das genau sind, sind jetzt auch nicht so wichtig, weil es sind eh nur Übergangsfarben. Und hier jetzt auch schon eine dunklere, das ist jetzt zum Beispiel aus der Shade and Light Palette, das Braun, das eine, ich glaube das ganz linke. Und ja, das ist, kommt auch ein bisschen sehr auf den Typ an. Also wenn man generell viel dunkler ist von der Hautfarbe, kann man natürlich auch dunklere Übergangsfarben grundsätzlich erstmal nehmen. Und ja, das trage ich hier mit so einem kleineren Blending Brush auf. Ich blende euch ja, wie ihr seht, hier auch immer die Pinsel ein. Da könnt ihr natürlich auch gerne, falls ihr die mal suchen wollt, ihr könnt gerne auch während dem Video anhalten und die dann halt suchen. Die gibt es entweder bei Douglas oder auch, ja doch, ich glaube, die gibt es sogar alle bei Douglas, außer Morphe. Morphe gibt es nur bei beautybay.com. Also wen generell Pinsel interessieren und ich da vielleicht mal ein extra Video dazu machen will, würde mich sehr freuen, weil ich mittlerweile so 2, 3 Standardmarken sozusagen habe, die ich sehr gern benutze. Ja, also jetzt ist auch schon das innere Augen, der innere Augenwinkel mehr oder weniger dran, das innere Lid. Da nehme ich jetzt eine ganz helle matte Farbe, auch wieder aus der Shade and Light Palette, mit so einem Shader-Pinsel. Oh mein Gott, und da schon wieder der Vergleich von meiner Hand. Das sieht echt in der Kamera einfach nur schlimm aus. Also ich bin froh, dass es in echt nicht ganz so krass aussieht. Ja, das ist übrigens mein einziger MAC-Pinsel, weil mir es halt einfach zu teuer ist. Und der ist aber auch wirklich sehr gut. Also das muss man sagen, ich habe da noch keinen wirklichen Tube, wenn man so will, davon gefunden. Jetzt bin ich auch schon beim unteren Wimpernkranz. Erstmal die gleichen Farben wie oben. Und dann mit einem kleineren Pencil-Brush noch ein bisschen präziser das Ganze verblenden. Was auch immer ich hier erzähle. Ja.
Ja, jetzt kommt mit so einem dünnen Flat Definer auch schon ein ganz dunkles Braun. Und wie immer nutze ich das sozusagen als Eyeliner für die untere Lashline. Weil, wie man jetzt auch gleich sieht, geht das einfach viel leichter zu verblenden im Gegensatz zu einem Pencil, also zu einem Eyeliner zum Beispiel. Weil diese Eyeliner-Stifte sind doch immer sehr hart, die nehme ich meistens nur für die Wasserlinie, wie man jetzt hier auch sieht. Da nehme ich jetzt einen weißen, um die Augen einfach ein bisschen zu öffnen. Und der Nachteil an diesem riesigen ist jetzt hier, dass da die Wimpern auch immer ein bisschen unten weiß mit werden. Aber man tuscht die ja später eh noch, von daher ist es nicht so schlimm. Ja, nächster, mehr oder weniger Trick, wenn man es so will. Ich nehme einen schwarzen, schwarzen Eyeshadow so als Eyeliner. Das hat jetzt gedauert. Genau, weil das einfach ein bisschen, wie sagt man, ja, es ist ein bisschen softer und es ist sowieso nur, um jetzt gleich hier das Wimpernband zu verstecken. Und jetzt bringe ich auch schon falsche Wimpern an. Das sind übrigens die Red Cherry Nummer 415 müssten das sein. Also 415, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke dann auch nochmal nach, ob das stimmt. Ich finde die jetzt echt richtig cool. Das ist so ein Mittelding. Sie sind nicht super natürlich, aber ich finde, dass sie doch jetzt auch nicht super fake aussehen. Ich habe also gerade von Velour Welch, die sind noch viel krasser. Jetzt kommt auch schon Bronzer. Da nehme ich diesen Hoola. Also das ist nicht der Original Hoola von Benefit, sondern so eine Art Tube, wenn man so will. Der ist von Amazon, ich glaube von W7 oder W7 heißt diese Marke. Könnt ihr bei Amazon einfach mal eingeben, W7 Bronzer oder einfach Hoola Bronzer findet man es wahrscheinlich auch. Ja, jetzt kommt wieder meine geliebte Morphe Blush Palette und da nehme ich hier diesen Ton, den kann ich jetzt auch, also nehme ich ja sonst auch nicht so oft, beziehungsweise nehme ich sonst viel weniger, weil der ja eigentlich auch zu dunkel ist, aber heute aufgrund des Sunless Tanners habe ich den mal wieder genommen und natürlich noch viel besser, der jetzt auch endlich mal überhaupt erst zu meiner Hautfarbe passt, der Jaclyn Hill Highlighter von Becca, weil der auch sonst halt viel zu golden ist. Ich nehme ihn ja sonst trotzdem, weil ich ihn halt so schön finde, aber heute finde ich, passt er halt auch einfach mal ein bisschen besser. Gut, die Lippen habe ich jetzt übersprungen, weil ich dabei überhaupt gar nicht reden kann. Das war Jeffree Star Red Rum, das ist ein neuer Liquid Lipstick, den ich mir geholt habe, der ist wirklich top, hält den ganzen Tag. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt im Endeffekt leider gar kein Get Ready With Me geworden ist. Ich würde mich dann freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video auch wiedersehen. Bis dahin abonniert meinen Kanal und folgt mir auf allen Social Media Seiten. Ich habe wie immer alles in der Infobox verlinkt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!